Guck morgen Jungs und andere Deutsche, die bei 0,5% Sonnenlicht den Grill anschalten. Heute habe ich RP vom Feinsten in der Tasche ab. Es schmilzt und klebt dann wie Scheiße. Anyway, wenn euch am Ende das Video doch gefällt, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und natürlich der Nuklearcode von Amerika ist Gurke kommentieren. Jungs, riecht ihr nicht auch diese frische Brise? Frische Brise, Jungs. Welcher Server? Deutscher Roleplay, komm schon. Ich seh kleine Steine in mein Haus eingang. Immer noch kacke. Bro, das ladet ja ends lange. Es ladet einfach immer noch. Damit sie die ganzen Szenen hier zeigen können, die sie extra aufgenommen haben. Ich kann das nicht, hört auf, euch nebeneinander aufzustellen. Das ist so ems peinlich. Story-Modus wird gestartet. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Und dann habe ich eigentlich so eine riesige Stirn. Ich wünschte, ich hätte ein Auto so bad. Traktormann! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Moin, echt. Moin. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der teufelige Hamster ist ein bisschen ausgelaufen. Lass mich. Bring erstmal deine Aggression in den Griff. Nagetier. Ah, okay, Nagetier-Attacke. Lass mich. What the fuck? Okay, ich will nicht von einem Hamster besiegt werden. Das ist übelst peinlich. So, retten Sie mich, der Hamster ist übelst gefährlich. Okay, ich wollte... Glatze, hast du denn etwa eine Glatze unter dem ganzen Kostüm? In die Hamsterfresse. Wieder in die Hamsterfresse, Digi. Keine Sorge, ich verliere nicht gegen einen Hamster. Sowas bin ich nicht. Bin Bildiff. Lass dir meinen Hamster sofort. Oh, okay, ich lasse den Hamster. Ich lasse den Hamster, bitte. Er hat seinen Hamster geschlagen. So machen sie. Nein, sie wollen so. Okay. Fuck it. Leben lohnt sich nicht mehr. Ja, so dachtet ihr. Oh, fuck. What the fuck? Du mit deinem durchtrainierten Bein. Oh. Okay, so, ich hab genug. Ich greife nicht nochmal meinen Hamster. Wir verschreiben, Doktor, es ist 15.06 Uhr, tot durch Hamster. Weißt du, du willst RP spielen, aber nein, weil ein Typ einen übergewachsenen, scheiß aggressiven Hamster hat, sterbe ich. Furious, hier, lass mich rein auf Furious City. Hola, hermano. Willkommen in einer Stadt, die niemals lebt. Willkommen in Furious City. Wir sind auf dem Weg zur Million. Und egal, was ihr versucht, es ist nie genug. Oh, macht mich krank sowas. Ah! Vorname: Henriculus Gulukulu. So, Henriculus Gulukululu. Ich schwöre einen Albtraum für jeden Einreisebeamten. Zoe, Juan. Ganze Ähnlichkeit, damit ich fett werde. Ah, Hataba, da ist er. Sehr interessant. Fukuila wurde ausgesetzt, oder was? Ja, komm, dann lass ich mal so. Ich bin ein bisschen... Ruf mich an, Loco. Passt doch so, Digga. Ich bin ein braver Bub. Lowride Mexican Style. Aha. Ja, Jungs. Ganz genau. So hole ich deine Frau ab und geh gleichzeitig kacken. Mhm. Ah, da. Aha. Oh. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit noch Hoffnung, dass irgendeiner kommt oder ich den irgendwie rufen kann, aber es scheint einfach tatsächlich nicht der Fall zu sein. Ja. Tja, das ist etwas schade, aber so sind RP-Server nun mal heutzutage. Schlecht und waren sie schon immer schlecht, Digga. Keine Einreise gegen Gumbo. Easy Life Roleplay, vielleicht sind die und ich... Du bist einer von 17 Spielern... Von 17 und du übertreibst doch nicht, oder? Henry, go... Oh. Du wurdest automatisch stumm geschalten? Ja, es... what? Ich bin einfach gestorben. Ich werde langsam mental wie eine Blüte eingehen. Ich hab mal Bock auf Storytime. Oh! Willkommen zu meinem Minecraft-Tutorial. Heute habe ich extra Redstone-Anlagen gebaut und sie unter einer Glatze versteckt. Meine Fresse. Oh, das mache ich nie wieder. Wie kann man so viele Fragen stellen? Oh ja, stimmt. Ich muss mich nochmal neu erstellen. Ja. Yeah. Das reicht mir. Ich bin fertig. Ich will nicht mehr. Ah! Das heißt, sie haben mich jetzt hier ausgesetzt, wollen, dass ich da ein Auto hole. Mein Gott, ich bin dämlich. Autovermietung da. Nehmen wir mal 500 den geilen Mercedes, Digga. Kauf ein Handy. Ich breche das Ganze ab hier. Scheiß auf den Kack. Ich will nur Auto fahren. Seid ihr mal genauso scheiße gepackt wie ich mit demselben Wagen wie ich? Handy 1. Oh, nice. Ja, hello. Hat er mich gerade angebellt? So, dann wollen wir mal schauen, was man hier machen kann. Ah, schön. Ist heute mein erster Tag hier auf der Insel. Ja, willkommen. Sind Sie schon länger? Sie sehen mir so reich aus. Sie haben sogar eine eiserne Halskette. Ich bin jetzt seit 2 Wochen hier. Okay. Der Kunde sagt nicht gerade viel. Also ich habe hier maximal 40.000. Oh, 40.000? Ja gut, das ist also schon scheiße wenig. Muss ein bisschen professional aussehen, wisst ihr. Weil sonst nehmen die mich nicht ernst. Das ist meine Gang. Schau mal, sogar mit Hemd. Hose, Skinny Jeans, Digga. Skinny Jeans, not my lover. Jetzt wird mich jeder ernst nehmen. Ey, Kollege, was sagst du zum Outfit? Was ist in Ordnung? Ja, ist klasse, ne?
ne? Ich habe mir extra viel Mühe gegeben hier. Magst du vielleicht ein Stück nach links gehen? Ah ja, okay, gut, dann das verstehe ich natürlich wegen dem Kamerawinkel, ja. Dann bleib mal weiß, Digga. Dann sind wir schwarz und weiß, weißt du, Yin und Yang, so richtig Prinzip, wir können einander verschmelzen, wenn du verstehst. Ja, ich suche eigentlich eine Hose mit einer Kette drin. Oh, willst du was kompensieren in da drin oder was? Ja, ich will nicht lügen, aber bei dieser einen Hose hat man einen Ständer halt gesehen. Hast du den wegen mir oder wie soll ich das verstehen? Bei der weißen Hose von dem oder was? Ja, da zum Beispiel schon wieder. Voll hervorgestochen. Da kannst du glatt ein Auge auspieksen damit, ich sag's dir. Aber die Haare, da hast du ja einfach gut ausgesucht, muss ich schon sagen. Die Haare, die sind das. Darf ich ein Foto von dir machen? Ja, kannst du. Die Haare muss ich mir merken. Wow. Geil. Okay, gut, dann werde ich mich wahrscheinlich wieder auf den Weg machen, ne? Dann schönen Tag dir noch. Siehst klasse aus, ja? Mir mein Style geklaut hier ein bisschen. Erstmal das Foto posten. Insta Connect, ja! Sign up, Digga. Username Gurke hat Probleme. Meine Lie plus. Was soll man dazu nur? Ja, muss ich auch sagen, was soll man dazu nur? Was soll man dazu nur? Jetzt lass mich das scheiß Bild von dem posten. Hab ne übelst hässliche Krise heute gesehen beim Kleidungsladen. Seht niemals so aus, bitte. So, teilen. Jawohl. Das kriegt Aufmerksamkeit. Ich habe den Post gemacht, ich bin zufrieden. Ah ja, genauso eingepackt wie ich. Geil. Kann nicht dein Ernst sein, oder? Nee, Digga, als ob du jetzt auch einfach beim Döner-Time bist, oder? Also die geilen Haare erkenne ich von 5 Kilometer Entfernung. Wenn du nicht siehst, dass sie füreinander irgendwie bestimmt sind, dann weiß ich auch nicht. Warte mal. Das ist ein Moment für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, Kollege. Damn, also du hast wirklich kolossale Bälle. Weißt du, können wir ein bisschen zusammenfahren? Das Auto ist sowieso nur gemietet. Ich brauche momentan sowieso jemanden. Ich fühle mich ein bisschen einsam, weißt du? Ja, wir können gerne mal eine kleine Tour Holz machen, damit du ein bisschen Startkapital hast. Holz? Ja, weißt du, ich dachte eigentlich, dass wir so ein paar Leute aufrisen, weißt du? Mit dem Auto oder was? Ja, natürlich, Digga. Weil wenn ich in so einem Auto chill, Digga, dann gehen die doch alle gleich auf mich. Oh, mach das nochmal. Oh! Also das gibt's mir gerade eben einfach nochmal komplett, Dude. Also so. Oh, mein Opa würde sagen, gib mir Vietnam-Flashbacks. Schatz, die Russen kommen! Oh ja, Digga, da stinkt doch jeder ab gegen den Wagen. Guck dir die an. Digga, das ist beige. Wer fährt beige Autos freiwillig? Die Mexikaner, oder? Sind da ja drin. Ja, dann schauen wir mal vorbei, du. Vielleicht sind die ja ganz nett, ne? Ey, Jungs, der hat mich vorhin die ganze Zeit mitgenommen. Der ist ein bisschen verrückt, ich weiß nicht. Er hat gesagt so, er wartet jetzt, bis ihr rauskommt und dann macht er ein bisschen Knall-Knall-Action. Ich wollte, dass ihr da Bescheid wisst und nicht einfach in euren Tod läuft. Der geilt sich voll die ganze Zeit an seinen Scheißwagen ein ab. Der kann nicht mal ordentlich gerade rausfahren. Hört sich immer interessanter an. Auf Ernst, Digga, also. Der wartet eigentlich schon die ganze Zeit mit der Waffe gezogen. Wo, der? Der im Weißen. Was ist schief mit dir? Willst du die Leute auch nehmen oder was? Ja, jetzt hat er die Klöten verloren, ich wette es. Wird sein lassen, da drin stehen auch zwei bewaffnete Männer. Jetzt weißt du Bescheid, Digga. Ey, Digga, ich musste das machen, okay? Also, die hätten dir nichts getan, aber die haben mich irgendwie da drin komplett verbal auseinandergenommen, nur weil ich Hallo gesagt habe. Na gut, Kollege, ne? Aber dann würde ich es von hier zu Fuß packen, ne? Alles klar. So, okay, der ist jetzt weggefahren. Und wie heißt denn eure Fraktion? Steht vorne auf der Weste drauf. Ah, sorry, ich kann nicht lesen, Kadun. Gab's nicht da so einen Vogel, der hieß da Kakadun oder so? Nee, eigentlich nicht. So dieses Kadun von Kakadun? Das heißt ja nicht Kakadun, das heißt Kakadun. Ja, trotzdem ein bisschen, oder? Nein. Ja, doch, also ich sehe da schon gleich. Nein. Ist er aber. Wenn es witzig findest, dann ist es halt so. Ich find's nicht witzig. Aber die Ähnlichkeit kannst du nicht mehr nein. Doch, kann ich. Nö. Doch, kann ich. Ja, nee. Wenn du es ähnlich findest, dann ist es halt so. Ich find's nicht ähnlich. Das ist keine Meinungssache. Doch. Ja, das ist wie von einem Vogel zu erwarten, hier so, weißt du. Hätte nicht der Dodo aussterben sollen, sondern eher der Kakadun, weißt du? Alles klar, dann habt noch einen schönen, ne? Ja, die Kadun. Oh, warte. Ey, Junge, seid ihr noch beinahe vergessen so, weil ich weiß nicht, ist einer von euch hier der Chef von den Kadun? Anna ist gerade da, ja. Wie heißt denn ihr? Da würde ich eventuell dann mal mit ihm vorbeischauen und sagen, ich kenne euch beide schon mal. Wir waren ganz korrekt und auf einer Wellenlänge. Pablo. Peter. Ja, das ist ein schöner Name. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin der Henry. Weiter? Ey, Moment, ich müsste noch einmal selber nachschauen. Ab und zu vergisst man den einfach, weißt du? Ja, passt. Alles klar, danke. Ja gut, dann müsste ich mal ganz kurz meinen Personalausweis holen. Da habe ich zu Hause liegen lassen. Schönen Tag euch noch, ihr Korrekten. Ich geh denn schon passiv richtig krank auf die Eier. Ist im Weg, Mülleimer. Ich fühle mich wie Affe. Monkey. Fahrzeugshop, so. Wie viel kostet der denn? 7500, ist ja nix. Bye. Ja, guck mal, das ist meine gute alte Betsy, ne? MG13, Angels of Death, The Trickster. Wow, ich kriege Respekt vor den Trickster. Oh Mann, das... Ach, scheiße, Digga. Oh. Yo. Er hat einfach nur Yo gesagt und ist weitergefahren. Entschuldigung. Okay, dann fahre ich jetzt rein und spreche erstmal drauf an. Hey Kollege, was soll denn das? Was? Einfach anfahren und dann wegfahren hier. Ihr habt mich verletzt. Ja. Wir haben dich verletzt, Digga. Du bist doch selber schuld. Ach, yo, du hast gar nicht geantwortet. Ja. Natürlich habe ich geantwortet. Ich hatte Schmerzen, Kollege. Für Schmerzen sieht das aber nicht wieder aus, dass du wieder auf dem Bike sitzt und einmal weiterfährst. Ja, Kollege, Schmerzen können vergehen, aber weißt du, was nicht vergehen wird? Das Traumata, das ich davon kriege. Digga, du hast euch einfach im Gegenverkehr gefahren, Mann. Ist doch egal. Ja. Ist doch einfach egal. Ah, Bruder, ist okay, Digga. Kriege ich jetzt wenigstens noch ein Schmerzensgeld oder muss ich meinen Anwalt anrufen? Ruf
Ruf deinen Anwalt an, Digga. Ihr müsst aufpassen, ich hab Dashcam bei meinem Motorrad. Oha, aber ich hab einen. Niemals. Natürlich, ihr fahrt halt einfach nur scheiße um Kurven. Bist du bei der Prüfung auch im Gegenverkehr gefahren? Ja, war kein Problem. Mein Gott, warum nervst du denn so? Bist du beleidigt, wenn es dir so rüberkommt? Also ich will jetzt auch nicht auf den Schlips treten oder so. So ein bisschen trittst du mir schon mal auf den Schlips. Ja, und du fährst mir übers Bein, also da sind wir quitt. Ja, jetzt sind wir quitt. Nein, noch nicht, Digga. Also ich will noch erstmal das ausklären. Was willst du denn, ey? Ein bisschen Schmerzensgeld? Willst du diese 2000, dann lässt du uns in Ruhe? Ja. So, dankeschön. Aber sie haben mir 2000 eigentlich versprochen, wissen Sie? Und ich will schon, dass das Schmerzensgeld halt dann... Nein, nein, du kriegst gar nichts mehr von mir, gar nichts. Ihr habt einen Menschen verletzt. Ich habe eventuell nur einen kleinen Fehler gemacht, aber ihr habt seid einfach über mich gefahren und habt mich da einfach da liegen lassen. Du bist auf den Boden geklatscht, bist instant zu deinem Bike gelaufen. Dann willst du mir sagen, dort Schmerzen. Ja, ich diskutiere da jetzt auch gar nicht mehr weiter, das reicht mir, wisst ihr? Das sollte an die Polizei gehen. Ihr fahrt wie absolute Vollidioten. Hier, nimm den das nächste Mal, wenn du fährst, ja? Dann stecke ich dir den Arsch hier, dann fährst du vielleicht besser. Ey, immer lutschen. Du kannst mal an der Kupplung lutschen und tust das schon vielleicht, weil ansonsten würdest du nicht so scheiße fahren hier, du Arsch. Ja, nervt auch absolut. Ja, ey, seht ihr, schau mal, du fährst schon wieder. Ah! Rache, Blutrache. Oh, scheiße. Oh mein Gott, bist du billig. Sir, ihr habt die Bedeutung von billig nicht verstanden. Denkt ihr, wir sind schneller als ich, Digga, ich hab ein Motorrad. Dankeschön. Digga, ich verfolge dich ganz an der Weile nur an den vorbeizufahren. Komm mal runter. Denkt ihr, ich habe vergessen, ne? Machen Sie. Sir, wie schmeckt Asphalt? Oh, wow, 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 wow. Gib mal jetzt meine 1500 wieder zurück. Die habe ich allerdings gerade ausgegeben, Sir. Dann steig ein und hör auf zu nerven, Mann, hat der. Mach ich nicht. Lass mal sein Bike, Digga, und geh mal weg jetzt, ey. Lol, warte, ich wollte nicht. What the fuck, Mann, das ist aber jetzt Arsch. Ich kann das alles nicht mehr, Digga, ich kann das wirklich alles nicht mehr. Anyway. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, nicht gerne vergesst, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke. Ich hoffe, euch hat das trotzdem irgendwie gefallen. Ich habe heute was Neues ausprobiert. Ansonsten, ciao.